Jeanette Clark, heute tagen Bundesvorstand und Präsidium der SPD. Wird Andrea Nahles da durchgewunken als Parteichefin? Die Wahrscheinlichkeit, die ist in den letzten 24 Stunden nicht unbedingt gestiegen, denn es gibt wachsenden Widerstand innerhalb der SPD gegen einen Wechsel an der Parteispitze ohne Beteiligung eines Parteitages, ohne Beteiligung der Basis. Die Kritik richtet sich allerdings nicht gegen die Person von Andrea Nahles, denn es geht ganz klar bei dieser Kritik um das Prozedere. Der Parteivorstand, die engere Parteispitze, die hatte den SPD-Mitgliedern in den letzten Tagen ja doch einiges zugemutet, als am vergangenen Mittwoch die Einigung über den Koalitionsvertrag da war. Da verkündeten Martin Schulz und Andrea Nahles, dass Martin Schulz als Außenminister womöglich in eine große Koalition gehen würde, so die Mitglieder denn dem zustimmen würden. Und Andrea Nahles würde dann nach dem Mitgliederentscheid den Parteivorsitz übernehmen. Dann musste Martin Schulz zurückrudern. Es gab enormen Druck aus der Basis, aus ganz vielen Landesverbänden. Man beschäftigte sich nur noch mit der Personalie Schulz und gar nicht mehr mit den Inhalten des möglichen Koalitionsvertrages. Und am Freitag erklärte Martin Schulz schriftlich, nein, er werde nicht in eine mögliche Bundesregierung eintreten. Und das führte dazu, dass deutlich wurde, dass es in der Partei eine Nachfolgediskussion gibt, beziehungsweise es muss eine Regelung geben, wie ein geordneter Übergang während ja dieses Mitgliederverfahren anfängt, aussehen soll. Und da gab es am Wochenende den Hinweis darauf, dass die Parteispitze sich geeinigt habe, ja, Andrea Nahles soll schon vorher den Parteivorsitz kommissarisch übernehmen und die Partei bis zu einem Parteitag führen. Jetzt gibt es große Kritik daran aus verschiedenen Landesverbänden, aus Berlin, aus Schleswig-Holstein, auch aus Sachsen-Anhalt. Dort sagt man, Andrea Nahles wird nicht als Person in Frage gestellt, aber es gäbe schließlich 6 stellvertretende Parteivorsitzende, die dieses Amt kommissarisch übernehmen könnten. Andrea Nahles, die gar nicht gewählt ist in den Parteivorstand bzw. im Präsidium, die solle dann erst vom Parteitag bestätigt werden, um eben der Basis nicht vorzugreifen. Aber das sind nicht die einzigen Einwände. Es gibt auch grundsätzlichere rechtliche Einwendungen. Beispielsweise gibt es eine Arbeitsgemeinschaft von Juristen in der SPD, die sagen, Moment, das ist gar nicht mit dem Parteistatut der SPD vereinbar. Auch die plädieren dafür, dass es eine kommissarische Lösung gibt eines stellvertretenden oder einer stellvertretenden Parteivorsitzenden. Schließlich hätte die Partei ja 6 Gewählte, die erst im Dezember vom Parteitag bestätigt worden sind. Es gibt hier die ersten Stimmen. Um 15.30 Uhr kommt das Präsidium zusammen im Willy-Brandt-Haus, um 17 Uhr dann der Vorstand, um über all das zu beraten und eine gute Lösung zu finden. Es sind hier schon angekommen Manuela Schwesig und Ralf Stegner, die stellvertretenden Parteivorsitzenden. Das wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Führungsgremien werden sich jetzt über den Übergang unterhalten, wie das weitergehen soll in den nächsten Wochen. Im Mittelpunkt muss das Mitgliedervotum stehen. Und die Debatte über die Inhalte des Koalitionsvertrages, dem müssen alle Bemühungen gelten. Alles andere wird sich finden in den Gremien. Wir müssen heute Klarheit schaffen, wie es weitergeht. Die SPD muss wieder zur Ruhe kommen. Wir müssen diese Chaostage hinter uns lassen und uns auch auf das Mitgliedervotum konzentrieren. Es muss jetzt in den nächsten Tagen wieder stärker um Inhalte gehen. Vorher noch geklärt werden? Gibt ja jetzt auch eine Gegenkandidatur. Was ist von der zum Beispiel zu halten? Wir werden jetzt ganz in Ruhe darüber beraten, wie es weitergeht. Die Führung muss heute Klarheit schaffen. Die Mitglieder, aber auch die Bürger sind genervt von dem Chaos, was die SPD in den letzten Tagen angerichtet hat. Und deshalb ist jetzt die SPD-Führung gefragt, Klarheit zu schaffen, damit wir in den nächsten Wochen beim Mitgliedervotum endlich wieder über Inhalte reden können. Und dazu beraten wir jetzt. Danke. Manuela Schwesig, die stellvertretende Parteivorsitzende und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hier vor wenigen Minuten angekommen im Willy-Brandt-Haus. Und der ein oder andere aus dem Parteivorstand ist hier auch schon angekommen. Die meisten sind allerdings hier an den Kameras vorbeigelaufen, weil es natürlich erstmal großes Redebedürfnis in den entsprechenden Gremien gibt. Jeanette, jetzt gibt es die Forderung nach einer Urwahl, um so den Parteichef oder die Parteichefin der Sozialdemokraten zu bestimmen. Wie wahrscheinlich ist denn das?
Die Forderung nach einer Urwahl, das ist eine sehr alte parteiinterne Diskussion bei der SPD. Das steht übrigens nicht unmittelbar im Zusammenhang mit den Stimmen aus den Landesverbänden, denn die sagen keineswegs, es muss eine Urwahl geben. Die plädieren ja dazu, dass es eben einen kommissarischen Vorsitz gibt, der sich aus den stellvertretenden Vorsitzenden rekrutiert. Die Forderung nach einer Urwahl wurde wieder ins Rennen geworfen, sozusagen schon am vergangenen Donnerstag von Teilen der Partei Linken, die sagen, die SPD-Mitgliedschaft will mehr beteiligt werden. Wir haben, beziehungsweise die SPD hätte doch darüber gesprochen, auch auf dem Parteitag im vergangenen Dezember, wie der Erneuerungsprozess der SPD aussehen müsse, dass nicht nur der Parteivorsitz bestimmt würde von einem kleinen Zirkel in Berlin. Die SPD-Mitgliedschaft möchte also mehr beteiligt werden. Und da wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt in dieser Lage, den Parteivorsitz eben durch eine Urwahl bestimmen zu lassen. Allerdings, das Parteistatut sieht das im Moment nicht vor. Es gibt die Möglichkeit eines Mitgliederentscheids beispielsweise über eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten. Aber nach dem Parteistatut, wie gesagt, ist ein Mitgliederentscheid zumindest über eine Spitzenkandidatur, über den Parteivorsitz nicht vorgesehen. Zudem sagen verschiedene Staatsrechtler von außen, das ist nach dem Parteiengesetz gar nicht möglich, denn die Parteien wirken an der politischen Willensbildung in Deutschland mit. Und dort sei festgeschrieben, dass Parteitage als oberste Gremien die Vorstände wählen und damit eben auch den Parteivorsitz. Also die SPD will über das Thema sprechen. Das hat sie sich im Dezember vorgenommen. Der Erneuerungsprozess organisatorisch und auch programmatisch, der soll ja in diesem Jahr vorangetrieben werden. Und da wird es eine große Rolle spielen. Allerdings jetzt im Moment, es scheint der Zeitpunkt noch zu verfrüht, um über eine Urwahl zu sprechen. Jetzt hat Simone Lange, die SPD-Oberbürgermeisterin von Flensburg, eine Kandidatur gegen Andrea Nahles um den Parteivorsitz angekündigt. Wie ist das einzuordnen? Ja, Simone Lange, die möchte das ausdrücken, das hat sie zumindest jetzt in verschiedenen Interviewäußerungen schon gesagt. Was viele, viele an der Basis denken und was man in den letzten Tagen und Wochen aus den Landesverbänden schon gehört hat. Sie möchte, dass die Partei eine Stimme bekommt, dass die Basis eine Stimme bekommt, dass die Basis wieder die Richtung in der Partei vorgibt und eben nicht der Eindruck entsteht, dass nur der oberste Führungszirkel, nur die engere Parteiführung auskungelt, wie es in der Partei weitergeht, in welche Richtung es geht und wer Parteivorsitzende hier werden soll. Das Ganze, das wurde hier in Berlin im Moment noch sehr zurückhaltend kommentiert. Ralf Stegner, den wir ja eben schon gesehen haben, aus dessen Landesverband ja Simone Lange kommt, aus Schleswig-Holstein, der twitterte zumindest, dass jeder das Recht habe, jedes Parteimitglied auf einem Parteitag für ein Führungsamt zu kandidieren. Aber soweit wir gehört haben, geht es Simone Lange ja gar nicht wirklich gegen Andrea Nahles anzutreten, sondern sie will einfach zeigen, dass es Alternativen gäbe, beziehungsweise dass der Parteitag gezwungen wird, sich mit Alternativen zu beschäftigen und will eben verhindern, dass dieses ganze Prozedere jetzt hier an einem Parteitag an der Basis vorbei entschieden wird. Jeanette Klar, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung.